unsere Empfehlung, der Google Unternehmenseintrag. Ich habe mir diese ganzen Spaß dieses Jahr wieder in meinen Weihnachtsferien angeschaut und muss euch dazu folgende Mitteilung machen. Wir haben im Kreissportbund Schmalkalden-Meiningen, das war die Erhebung zum Ende letzten Jahres, ca. 250 Vereine. Von den 250 Vereinen, ich habe dort wirklich den Vereinsnamen eingegeben, so wie der Stefan ihn mir mitgeteilt hat aus unserer Listung, und habe geschaut auf dem Desktop, also nicht auf dem Handy, sondern auf einem Rechner, was ist unter den ersten 10 Suchergebnissen in Google zu finden. Also Fußballfachdorf oder Schmalkalden-Wintersport oder was auch immer, könnt ihr jetzt völlig, ich habe es auf dem Desktop gesucht, weil die Suchergebnisse mobil andere sein können, wie ich gefunden habe. Ich habe festgestellt, dass von unseren gesamten Vereinen 250, 132 eine Webseite haben und 118 ein Facebook-Profil. Problem dabei ist, dass von denen, die die Webseite haben, wir ein paar kleine Hindernisse drin haben. Das sind zum Beispiel nicht erreichbare Domains oder die haben eine Webseite, aber wahrscheinlich ist der aus dem Verein ausgeschieden oder was auch immer. Völlig veraltete Daten da drinne. Also zwei, das ist aus Dezember, ne? Und das ist das, du rufst den Verein auf, nimmst die Startseite und dann steht da eben Mitgliederversammlung 2018. Oder hier 2016. Das sind so Sachen, die euch, also wirklich, also wo ihr euch wirklich Interessenten nehmt, wo ihr die euch selber ins Abseits stellt, also euch als Verein. Und das Schlimmste eigentlich ist dann noch, ich hoffe, dass das jetzt noch aufgeht, das sind Webseiten, die haben einfach ein Login. Da rufst du die Domain auf und dann steht dort Login. Ja, was soll ich jetzt da loginnen? Egal, schauen wir weiter. Dann haben wir denen, die Facebook-Profile haben, da ist es ähnlich. Das, also ich schieb's jetzt nicht auf die Vereinsführung, sondern es ist wahrscheinlich dann so, dass irgendein Mitglied, was vielleicht nicht mehr im Verein ist oder so, dort mal eine Facebook-Seite aufgesetzt hat, genau mit dem richtig geschriebenen Vereinsnamen und mit einmal ausgetreten ist oder keine Zeit mehr hat, was auch immer. Und dann haben wir dort Probleme bei den Facebook-Profilen, wie auch in erster Linie völlig überalterte. Also hier, das ist aus dem Dezember, ne? Und wenn dann steht 22. August 2017, dann war das nicht vorgestern. Das sind auch so Sachen, wo man dann eben, wo sich derjenige fragt, der dann vielleicht mal da drüber gestolpert ist, ja, was ist denn, gibt's die denn eigentlich noch? Oder was machen die denn? Oder Kumpel ist doch bei denen? Und dann ist eigentlich die Arbeit schon zu viel, dort zu hinterfragen und das Ganze zu recherchieren, weil der wollte eigentlich, glaube ich, nur Tischtennis spielen. Das Glück, was wir aber haben, wir haben unter den ganzen Vereinen dann doch 55 Vereine, die haben sowohl eine Webseite und ein Facebook-Profil. Aber das sollte ja nicht unser Maßstab sein. Wir wollen ja mehr digitalisieren. Jetzt haben wir Facebook und die Webseite. Andere Social-Kanäle habe ich jetzt nicht berücksichtigt, weil, wie gesagt, ich habe den Vereinsnamen eingegeben, die ersten 10 Google-Suchergebnisse, und da waren unter den von anderen Social Media, also manche haben ja auch den Trend aufgesprungen, du musst Insta machen, Insta ist total in, oder du musst TikTok. Aber unter den ersten 10 Google-Suchergebnissen war eben, es waren 3 oder 4 Instagram-Profile von Fußball und ich glaube, es war auch noch ein Tanzverein oder so. Ansonsten war das also zu vernachlässigen. Und deshalb schon gar nicht unter den ersten 3 Top-Suchergebnissen. Dann habe ich mir das Ganze angeguckt, was haben unsere Vereine, weil Google generiert ja dann auch Unternehmenseinträge, und habe mir angeschaut, wie viele Vereine haben denn so einen Google-Unternehmenseintrag? Also wenn du ein Suchwort eingibst, erscheint ja oben erstmal so eine kleine Karte, egal ob du es auf dem Handy machst oder auf dem Desktop, also einem Rechner, und da sind erstmal so ein paar Sachen gelistet, gerade aus der Umgebung. Und gerade das ist ja wichtig und gut für die lokalen Vereine, weil dort ist erstmal so ein Local Finder oben drinne, der dich gleich erstmal sichtbar macht, wenn es darum geht, was machen wir am Wochenende. Also von unseren gesamten 250 Vereinen haben 105, das sind 42%, ein Unternehmensprofil. Thema wieder, bei einigen ist das automatisch generiert worden. Und 65 Vereine von den 105 sind leider nicht der Eigentümer. Wir zum Beispiel als Kreissportbund Schmalkalden, du kannst an gewissen Punkten auch sehen, dass dieses Vereins, dieser Eintrag
nie von jemandem bearbeitet worden ist. Und zwar unter anderem, wenn wie hier oben kein Logo eingegeben wurde, weil das musst du wirklich selber machen. Du musst dort selber ein Logo, da musst du den Eintrag anfassen. Oder wenn keine Öffnungszeiten drin sind, da ist eigentlich dran zu erkennen, dass das kein Eigentümer, also dass es keinen Eigentümer für diesen Eintrag gibt. Dann haben wir Probleme, weitere Probleme bei den Google-Unternehmenseinträgen, nämlich, da kommt dann beim Stefan auch abends um 9 oder um 10, Stefan, es meldet sich keiner mehr bei uns. Und wenn du dann hier schaust, mal kurz, wenn dann dort drin steht, weil das noch aus so ein Corona-Opfer ist, vorübergehend geschlossen, wer sollte jetzt motiviert sein, den Verein anzurufen, um nach einer Trainingszeit zu fragen? Also es geht auch noch zu steigern, und zwar gibt es auch noch den Eintrag auch seit Corona dauerhaft geschlossen, und dann stimmt vielleicht die Telefonnummer nicht oder der Vereinsname stimmt gar nicht. Ich habe das alles ausgegraut. Ich wollte ja ein bisschen DSGVO-konform sein. Das sind diese Geschichten, die euch da selber das Leben schwer machen, weil, wie gesagt, diese Suchergebnisse erscheinen auf dem Handy, wenn ihr den Vereinsnamen eingibt, meistens oben an erster Stelle, bevor organische Suchergebnisse erscheinen. Und da könntet ihr schon die ersten Kontakte knüpfen. Kurz unterm Strich als Fazit, 145 Vereine haben gar keinen Google-Eintrag. Ziehen wir kurz Bilanz. Wie wir es im Sport gewohnt sind, mit einem Siegerpodest. Wir haben 24 Vereine, die haben so einen Google-Unternehmensprofil-Eintrag. Das sind 10%. Auf Platz 2 haben wir mit 58 Vereine, die haben Facebook oder eine eigene Webseite und ein Google-Unternehmensprofil. Und wir haben, man könnte fast sagen Goldstandard, 10 Vereine, leider sehr wenig, aber das sind immer noch stolze 4%, die haben Webseite, Facebook, Google-Unternehmensprofil mit eingetragenen Öffnungszeiten und einem Mapping zur Trainingsstätte. Wie können wir die ganze Sache auflösen? Weil wir haben ja nach wie vor unser Problem mit den 145 Vereinen, die keinen Eintrag haben. Und wir haben das Problem mit denen, die haben einen Google-Business-Eintrag oder einen Google-Unternehmenseintrag, aber sind kein Eigentümer. Wir haben euch wieder wie im letzten Jahr, auch dieses Jahr wieder ins Programm mit aufgenommen, unseren Workshop. Kommt zu uns in den Workshop. Es sind wirklich keine Vorkenntnisse notwendig, zwingend notwendig. Alles, was über die tägliche Bedienung eines Smartphones oder eines Laptops hinausgeht, braucht ihr alles nicht. Meldet euch auf dem Formular an. Und ich habe zur Unterstützung dann auch noch ein kleines Arbeitsbuch dieses Jahr geschrieben, was ihr auch noch mit dazu bekommen könnt. Kommt zu uns, meldet euch an und wir machen mit euch den Workshop. Und